Lauf dahin und dreh es manuell zu. Bin unterwegs. Scheiß auf Lärm. Oh, scheiße, ich dachte, das geht. Anlage gesichert. Wir können Amerikas Konsumwohl offiziell zum Fehlschlag erklären. Gute Arbeit, Sam. Jetzt musst du da raus. Briggs? Hubschrauber am Boden. Auf geht's. Stand hat sich geändert. Oh, wieder fast fertig mit Panther. Ach, scheiß drauf. Okay. Ich krieg nochmal richtig geil, wenn ich lade. Die Engineers haben eine Lieferung abgefangen. Sie war für ein Hochsicherheitsforschungszentrum an der Northwestern gedacht. Waffenfähige Pestbazillen. Damit könnte man eine ganze Stadt ausradieren. Gibt es Gegenmittel? Dein Test war negativ, bist nicht infiziert. Gerade kam das offizielle Okay aus Chicago. Gern geschehen. Feier dich nicht so ab, Charlie. Wir hatten Glück. Die ganze Mission basiert nur auf Vermutungen. Korrekt. Deshalb lassen wir uns nicht länger in die Defensive drängen. Haben wir denn die Wahl? Defensive erwartet Sadiq von uns. Es entspricht seiner Planung. Und darum greifen wir jetzt an. Und wie? Wir haben überhaupt keine Ziele. Außerdem verlangt die Blacklist unsere Aufmerksamkeit. Wenn wir mit den Engineers weiter fangen spielen, werden wir früher oder später verlieren. Wir machen Jagd auf sie. Und zwingen sie, Fehler zu begehen. Ah, mal gucken, ob wir noch irgendwas haben. Oder? Jemand zu Charlie, so Nahbrille. Lieferung bestätigt. Charlie, ich komme. Charlie? Hey Sam, ich habe vorhin kurz in Vicks Krankenakte gesehen. Du hast dich ins Walter Reed gehackt? Hacken nennt man's nur, wenn's schwierig war. Charlie. Okay, die Neuigkeit. Naja, alles positiv. Ihm geht's besser. Er hat sogar einmal die Augen aufgemacht. Dachte, es würde dich interessieren. Danke für die Info. Das wär's erstmal. Wenn ich noch was höre, häng ich dich an. Ich soll doch zu Charlie. Hey, Charlie. Hey, Sam. Ich nehme an, wir müssen hier drauf. Ausrüstung. Ach ja, hier Brille. Sonarbrille. Jetzt haben wir nichts bezahlt. Ich gehe jetzt einfach mal die ganze Kohle für die Scheiße hier aus. Einfach die ganze Kohle rausballern. Ist mir jetzt gerade echt Latte. So. Bis auf die letzte Scheiße alles erworben, ey. Jetzt kann übrigens jetzt keiner mehr in der Kampagne anmotzen von wegen, ja. Nee, ihr braucht so lange. Immer noch genügend Kohle. Ich nehme die 3. Gute Arbeit, Charlie. Danke. Okay, das ist dann nicht so. Geh mal wieder runter und haben alles erworben, sind rot. Bilder von Nuris Anwesen. Okay, Kamera kommt jetzt. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause, bis dann. Ne? Ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier. Blacklist und so. Ja, ich hab dann mal eben so mein Zimmer umgeräumt und ja, nicht wundern, wenn es sich jetzt ein bisschen anders anhört. Aber ja. Mikrofon ist noch nicht so richtig nah am Mund, aber das geht ja bestimmt auch klar. So Sam?
Wir haben ein Problem. Das ganze Netz ist voller Infos über Coben und darüber, dass er einen Deal mit Uncle Sam gemacht hat. Woher wissen die das? Von uns. Von uns? Hat Grimms dir nicht gesagt? Die Rettung Chicagos brachte keine Hinweise. Du kannst Sadiq nur mit Köder jagen. Wieso hast du das nicht besprochen? Du kannst also im letzten Moment alles ändern und ich darf nicht mal einem Plan folgen? Was bringt's uns, Corbin hochgehen zu lassen? Reza Nouri. Kurz nachdem ich das mit Corbin durchsickern ließ, ist die E-Mail dutzendfach an ihn weitergeleitet worden. Eine Spionagesoftware? Ein Pixel-Webteilsender. Ein besseres Bild haben wir nicht. Die Infos, die wir bekommen haben, sind besser. Die NSA glaubt, dass er Verbindungen zum Iran hat. Die Bilder sind da, Grimm. Danke. Sein Anwesen gleicht einer Festung. Höchste Sicherheitsvorkehrungen, Ex-Militärs als Wachen. Nur keine Sorge, Sam. Wenn du in eine Festung eindringen willst, hätte ich genau das Richtige für dich. Was, willst du es jetzt haben? Ich meine, es ist nicht fertig, aber ich geh's holen. Was machen wir jetzt? Reza Nouri weiß, dass du gefangen wurdest. Er hält dich für einen Informanten. Scheiße, wie hat das rausgefunden? Weiß ich auch nicht. Wieso macht er sich jetzt Sorgen? Keine Ahnung. Ich besorge die Ausrüstung und er die Männer. Wir haben eine Menge gemeinsame Freunde. Ich habe einen Hochleistungskondensator mitsamt EMP an einem Trikopter festgemacht. Hat immer noch ein paar Bugs, aber wenn es darum geht, ein Sicherheitssystem zu grillen... Was ist in dem Koffer? Thermit. Habe ich von ein paar Freunden, die einbrechen. Auf Mission gehen, meinte ich. Legst du meine Ausrüstung. Und, möchtest du mir noch was sagen, Corbin? Nun, ich habe vielleicht einen Freund, der für Nouris Sicherheit verantwortlich war. Vielleicht weiß er was. Dann helft ihm. Und wir fliegen dorthin. In Nouris Bude sind Hinterhalte gefragt. Wenn du im Vorteil sein willst, empfiehlt das SMI dir Haftminen und Kameras. Hosen, polydynamisch. Die Lichter lassen wir mal auf Rot. Die sind im Moment eigentlich die besten. Aber wir werden bei den Stealth-Stiefeln mal die Nano-Tarnfasern nehmen. Die werden uns bestimmt noch ein bisschen durch das Nano ein bisschen mehr decken, ne? So, wollen wir nochmal gucken hier. Das wenn ich irgendwie hier... Ach, Scheiß. Alles so teuer. Ach, scheiß drauf. Okay, scheiß drauf. Wir gehen einfach in den Einsatz. Los geht's. Ja, was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass, wenn es euch nicht aufgefallen ist, immer in diesen Sequenzen, wo die sprechen, Corbin, Sam, die halt alle, dass da immer so eine Partikeltexturen sind, die sich da so quer auf die Kleidung schmeißen. Muss da mal drauf achten. Ja, dann möchte ich noch was ankündigen, und zwar, wenn ihr Bock habt, dass ich mal eine Facecam einbaue, dann sagt das mal, dann hau ich hier eine Facecam rein und ja. Hat Corbin Infos ausgespuckt? Ob du es glaubst oder nicht, ja. Nouri hat auf dem Anwesen einen Panikraum bauen lassen. Leider weiß Corbins Quelle nicht, wo er sich befindet. Fabelhaft. Willst du abbrechen? Nein. Es könnte sich als hilfreich erweisen. Wieso sollen wir Nouri hinterherjagen, wenn der Mann sich freiwillig einsperrt? Wie kriegen wir Nouri in seinen Panikraum? Schalten wir den Strom aus. Um den Verteilerkasten zu finden, brauche ich Zugriff auf die Sicherheitszentrale. Position? Ja gut, dann würde ich mal sagen... Gehen wir mal den Alarm ausschalten, denn das ist sehr wichtig. So, ein bisschen gehen wir erstmal hier runter. Kann man hier auch irgendwie runterspringen? Wäre eigentlich... Nee, nicht. Ja, Watch ist jetzt auch raus. Da wird auch bald kommen. Nächste Woche spätestens ist der erste Watch Dogs Part hier. Oh, fuck. Runter. So, wie ging denn das nochmal? Hier so, ja, genau. Wir werden wie immer mit der tödlichen Option arbeiten, weil ich mag das. So. Schuss, oder? Ach ja, ich hab was vergessen. Ich hab ja mal was gemacht, und zwar habe ich doch nichts gemacht. Willst du mich verarschen? Okay, Sam, wir werden jetzt die Audiosysteme überprüfen. Ich werde isolierte Tonsignale aus verschiedenen Richtungen abspielen und dich dann dazu befragen. So stellen wir sicher, dass du im Einsatz den bestmöglichen Ton hast. Das hat geholfen. Ja, Soundbugs. Ach, wie ich es hasse. Scheiß drauf. Ja, Soundbugs. Ach, Mann, oh Mann. Egal. Wir hören es jetzt quasi nicht. Wenn jetzt einer von hinten kommt, hören wir das jetzt nicht. Aber das ist ja nicht halb so schlimm. Ich meine, wir können uns hier trotzdem holen. Case.
5. Nacht. Ja, dann gehen wir mal den Laptop hacken hier, das ist sehr wichtig, glaube ich. So, ja. Den verstecken wir am besten auch mal. Weil er nicht unnötig irgendwie Aufmerksamkeit erlocken jetzt hier. Ja. Also wie gesagt, spätestens nächste Woche habt ihr den ersten Part Watch Dogs. Oh, hier ist ein Hund. Oh, klasse, ein weiterer Hund in die Kamera. Oh, ein Hund. Den müssen wir grillen, Da gibt es keine andere Option. Grillen oder sterben. Beziehungsweise auffliegen. Wenn jetzt mal hier hinten so lustig kann. Oh, fuck. Ist ein bisschen schwer hier, weil hier so ein Hund rumstreunt. Wir sollten das eigentlich packen. Und wenn wir den jetzt hier, wenn er jetzt. Fuck. Wenn der hinter das Auto ist, dann schocken wir den. Niemand gesehen. Oh nee. Was gefunden, Kleiner? Also, wie es aussieht, ist es hier sehr verbuggt. Weil hin und wieder habe ich jetzt die Soundbugs nicht und hin und wieder habe ich sie. Ja. Im nächsten Video, wie gesagt, ist die Qualität wieder so gut wie in den ganzen anderen Parts. Weil ich habe mein Zimmer umgeräumt und das Mikro steht jetzt irgendwie scheiße und ist nicht genau vor meinem Mund. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. So, die Tür machen wir mal zu hier. Und dann gehen wir mal hier runter, ein bisschen hinter die Deckung, aber ich glaube, das brauchen wir nicht machen. Gehen wir mal hier rüber. Machen die ganzen Müll mal auf. So, mal gucken, was hier so drin ist. Die Überwachungskameras, so muss das sein. Das SMI lag richtig. Bin in der Sicherheitszentrale. Bis jetzt habe ich noch jede gehackt. Wenn du Charlie damit verbindest, können wir die Bilder aufs SMI umleiten. Dann suche ich Nuri mittels Gesichtserkennung. Hab ihn, Sam. Er geht rein. Die Balkontür sieht nach einer Schwachstelle aus. Etwas Dunkelheit würde dir den Zutritt erleichtern. Dann müssen wir den Strom abschalten. Gibt's Kameras, die das Anwesen überwachen? Leg sie aufs Offset. Dieser Geräteschuppen beim Pool sieht eine Menge Strom. Sicher unterirdisch mit dem Hauptsicherungskasten verbunden. Ich gehe dorthin. Geh durchs hintere Fenster. Ich entriegle es. Jetzt. Kannst los. So, tut mir leid, ich habe gerade noch kurz geschrieben, war wichtig, war in der WhatsApp-Gruppe von unserem Kanal, die Hunting LP. Deswegen war es ja so wichtig, deswegen habe ich auch geschrieben, so. Ach, scheiße. Da hat uns nicht gesehen, soweit, dann können wir den eigentlich auslassen, oder? Ach, weißt du was, scheiß drauf, wir werden den jetzt einfach auch mal ausknippen. Ey, Freund! Die Tür ist nicht offen. Ach. Den wird hier eh keiner finden, nehme ich mal an. Ist ganz schön weit weg von zu Hause. Ach, ist das nicht schön. Alter Schwede. Schlechte Karten, wenn die jetzt gucken kommen. Uiuiui.
Okay, Sam. LOL! Was war denn bitte? Das war ja der Mega-Bug des Jahrtausends, Alter. Aufpassen. Wenn der die Treppe runterkommt, wollen wir nicht mehr. So. Durch die Türe, brauche ich keiner mehr und ja, da würde ich mal sagen, Trikopter einsetzen. Charlie, ist der Trikopter aktiv? Telemetrie gut, kein Lag bei der Datenübertragung. Okay, versuchen wir es. Tut mir leid, ihr wisst, das ist mein Stuhl, der so ein bisschen Stress wieder macht und los geht's. Sei vorsichtig, es macht ein bisschen Krach und der EMP macht's nicht leichter. Keine Sorge, ich passe auf dein Spielzeug auf. Du musst nach oben. Ja, Watch Dogs kommt dann demnächst, wie gesagt, so in einer Woche oder so. Muss ich noch gucken, weil mein Amazon-Paket ist noch nicht angekommen und ich habe eine Nachricht gekriegt von Amazon, dass es leider storniert wurde, sonst hättet ihr jetzt natürlich schon ein paar Watch Dogs am Arsch. Weil ich so krank wäre gewesen und hätte jetzt schon übelst die Session gestartet mit Facecam, erste Folge und dann gucken wir auf Bewertung. So, jetzt müssen wir ein bisschen leise sein hier, weil... Sam, du näherst dich dem Sicherungskasten. Das ist jetzt ja alles so ein bisschen... Ach ja, Haftjocker. Das macht das Ganze doch noch ein bisschen leiser. Dann können wir doch hier einen auf Jim Beam machen. Pass auf, also Leute, wir fliegen jetzt hier durch. Patz. Patz. Patz, Junge. EMP ist scharf. Ich würde aber sagen, gute Nacht. Boss, Party beginnt. Wir haben visuelle Bestätigung. Ist überall dunkel. Nuri wird sich im Panikraum verschanzen. Wo ist das Ding? Ich suche noch. Ich habe zwei mögliche Routen ins Haus markiert. Balkon und Seiteneingang. Ich sende sie auf dein Offset. Der Hund kommt hier nicht ran. Ey, schon wieder live. Oh, scheiße. Ich will hoffen, das hat geholfen jetzt bei dem ganzen Bug jetzt. Ah, hier wieder, warte mal. Bestätigung. Ist überall dunkel. Nuri wird sich im Panikraum verschanzen. Wo ist das Ding? Ich suche noch. Ich habe zwei mögliche Routen ins Haus markiert. Balkon und Seiteneingang. Ich sende sie auf dein Offset. Mist, wir haben ein Problem. Stromausfall, check den Keller. Bewegung. Leute, mit viel Glück haben wir jetzt die Soundspur wieder. Ja, Mann, ich glaube, wir haben... Ich glaube, das Glück ist auf unserer Seite. Ja, ist es, aber wir müssen jetzt den Kampfmodus rausholen. Ich würde aber sagen, Iron und... Ach scheiße, okay, fuck, Alter. Ach Mist, hätte klappen können. Wir haben visuelle Bestätigung. Okay, auf ein neues. Nuri wird sich in Panik. Den ausgeschaltet, weggerannt. Ich
Wir rennen einfach weg, wir rennen einfach durch. Wir sind so kranke Hurensöhne, wir rennen jetzt hier einfach durch. Und gleich dann am besten die Litfaßsäule hier hoch, weil ich glaube, das wird. Ja, das wird. Das wird. Ja, ich glaube, die kriegen uns ja nicht mehr. Ja. Wir haben ein Problem. Das SMI hat einen Transporter markiert, der mehrmals an Luris Anwesen vorbeigefahren ist. Auf Militärfrequenzen ist Fasi zu hören. Behalt ihn im Auge. Welcome. Grim, ein vorgefertigter Panikraum? Aus einer widerstandsfähigen Titanlegierung. Auf deinem Sichtgerät gut zu sehen. Ah! Sam, ich habe die Blaupausen überprüft. Nuri hat Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. Halleluja. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein hier als sonst. Weil, wenn uns die Laser einmal erwischen, sind wir richtig am Arsch. Genauso wie wenn uns der Typ da erwischt. Deswegen müssen wir den jetzt irgendwie kriegen. Aber wir kommen da nicht hin. Doch, kommen wir. Ich habe eine ganz geile Idee. Alles ruhig. Zum nächsten Abschnitt und da weitersuchen. Sieh dich mit dem Sichtgerät um. Da ist er. Davis, Statusbericht. Jetzt kommen sie. Das zum Henker. Okay, Leute. Kennt ihr ja die Taktik? Kommt dazu nah ran. Alles okay. Kriegt er mit der? Genau, meine Freunde. Gun! Guten Nacht. Was nochmals, gute Nacht. Mann ausgefallen. Wir müssen den Täter finden. Ja, krass war, wie das passiert. Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Hab ich. Du willst hier nicht runterkommen, mein Freund. Du willst es nicht. Du hast schneller eine Kugel drinne, als sie gerade eben. Alles okay. Gut, Flug. Geh zum nächsten Abschnitt. Rüber. Alles okay. Sein. Ich will hoffen, der ist in den oberen Etagen. Ich bin mir nicht auch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich werde erstmal die ganzen Leute ausschalten müssen. Wer falsch schaut, kriegt die Kugel. Gute Nacht. Diablo! Türe zu. Der soll hier so sein. Hab den Panikraum gefunden. Die Stahltür ist mindestens 20 cm dick. Dann habe ich jetzt nie. Nuri hat keine Kosten gescheut. Versucht durch die Decke, die ist dünner. Durch die Decke, das heißt, wir müssen einen hoch. Was ist da draußen los? Gehen wir.
Bei dir was zu sehen? Nichts gefunden. Nichts, hier ist gar nichts. Wir sollten uns verteilen, dann sichern wir einen größeren Bereich. Scheiße, Gerät. Nice. Ich glaube, der kriegt eine Faust. Vamos afuera. Todo bien en los pisos de arriba. Faust. Von hinten. Wie geil. Okay, dann würde ich sagen, ab zu dem Punkt nach oben und dann gucken wir da oben mal nach. Ob wir da nicht irgendwo eine Stelle finden, wo wir durchbrechen können, weil das wäre echt witzig, wichtig. Denn irgendwie müssen wir ja da reinkommen und da ist es. Nice. Bad. Durchbrechen. Wenn ich Geld brauche, überfalle ich eine Bank. Amerikaner? Die schicken nicht die Iraner? Was sollten die von dir wollen? Ich glaube, wir haben ein wichtigeres Problem. Sam, im Transporter war eine Kommandoeinheit. Sie treten die Türen ein. Ich tippe auf die Kurzbrigaden. Wenn du mich hier raus und in Sicherheit bringen kannst, dann verspreche ich, dass ich dich belohnen werde. Jeder Mann hat seinen Preis. Ich will Informationen. Majid, Sadiq. Tut mir leid, aber selbst wenn ich den Namen kennen würde, könnte ich nichts sagen. Mein Geschäft basiert auf Vertrauen. Und jede Regel hat eine Ausnahme. Du kriegst, Sadiq. Wie praktisch. Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Wenn ich irgendwo so reiß wäre. Okay. Moritz-Rabatte. Boom, Headshot. Neu, los! Leise. Es geht los. Ich sehe sie. Ich werde hier warten. Sie sind hier. Ruhe bewahren. Nein! Oh, es wäre so geil gekommen, Leute. Es wäre so geil gekommen. Egal. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Wir machen es nochmal. Zu meinem Privatdock. Aber diesmal noch ein Stück besser. Erledige sie. Vorher werde ich hier nicht weggehen. Halte dich bereit. Neu, los! Sie sind uns im Weg. Ich sehe sie. Ich werde hier warten. Sie sind hier. Ruhe bewahren. Na, wie geht's noch?
Falsche Information. Das war's. Bewegung. Der Tunnel, Nori. Ganz nah. Tut mir leid für die Soundbugs. Im nächsten Part wird das weg sein, also von daher. Wir sind fast am Eingang. Also wie gesagt, ich kann mich nur tausendmal entschuldigen dafür. Aber ändern kann ich trotzdem nicht. Optionen? Ja, eine. Der Fluss. Ich sehe ein Boot an Noris Privatanlegestelle. Ich kann wieder aus dem Waffenlager eine Knarre holen. Nein. Wenn mich eine Kugel trifft, dann nicht in den Rücken. Wenn du hier raus willst, dann erzähl mir von Sadiq. Es ist eine einfache Vereinbarung. Er schickt mir Geld, ich schicke ihm Soldaten. Wofür braucht er die Soldaten? Das ist nicht meine Angelegenheit. Gehen wir. Nicht so schnell. Das soll wohl ein Witz sein. So behandelst du Leute, die du schützen willst? Halt die Klappe, ist angenehmer für uns beide. Okay, da bis da ist frei. Ah, da kommt schon der Erste. Das ist hier gesichtet. Ah, welcher Glückstreffer. Keine gute Idee. Die Kurzbrigaden zu nerven war keine gute Idee. Das kommt davon. Eigentlich nicht. Aber wie gesagt, eigentlich. Stopp sie! Wir sind tot! Ach, halt die Schnauze. Sam, den hat sich ein gegnerisches Fahrzeug. Schnell zum Dock. Bestätigt. Da bleiben. Wie du meinst. Ah, Treppe wäre langweilig. Ein Angriff der Kurzbrigaden. Bestätigt. Verstanden. Na los, weg hier! Scheiß Teil!
Scheiße! Wolltest du ohne mich abhauen? Das war der Plan. Wie sich jetzt zeigt, kein besonders guter. Ich will Namen. Hier, hier. Darauf sind die Namen und Ausweisnummern aller Männer, die ich Sadiq geschickt habe. Grim, ich schick dir eine Datei von Nuris Mobiltelefon, überprüf sie. Verstanden. Uns fehlt die Zeit. Erwartest du, dass ich dir vertraue? Sam, du musst da weg. Die sind nicht mehr weit weg. Ja, ist recht. Hört sich so an. Nuris Datei ist okay. Weg da. Ja, erfolgreicher Abschluss, würde ich mal sagen. Warnung angekommen. Ja, ich hab mir es besser vorgestellt. So, ja. Wie nützlich waren Nuris Informationen? Wir überprüfen gerade die Ausweisnummern. Vielleicht sind wir Sadiqs Leuten bald auf der Spur. Warum lasst ihr den laufen und ich sitze immer noch bei euch Idioten? Weil du uns hier viel nützlicher bist als da draußen. Die Regierung vermutet, dass Blacklist vom Iran gesteuert wird. Nuri ist vielleicht ein Geheimagent und du lässt den Mann einfach laufen? Ich mache aus der Not eine Tugend. Du machst einen Fehler. Der Iran ist völlig unberechenbar. Du klingst ja fast wie die Präsidentin. Wenn du das nächste Mal mit ihr redest, wirst du vorher Bescheid sagen. Charlie? Ein Peilsender. Bin durch deine E-Mail-Peilung auf die Idee gekommen und hab Nuri ein Virus aufs Handy geballert. Es überträgt Gespräche, GPS-Daten und wahrscheinlich infiziert er auch seinen Computer damit. Wir erhalten so mehr Informationen, als wenn wir ihn mit Corbin eingesperrt hätten. Das glaube ich nicht. Ist dir egal, verstehe ich als Maul. Alles, was du aus Washington kriegst, sind Vermutungen. Ich beschaff Daten. Du wirst noch einen Krieg auslösen. Diesen Krieg hat Sadiq längst begonnen. Wir sind diejenigen, die ihn beenden sollen. Kümmer dich weiter um die Ausweise. Wir brauchen eine Spur, und zwar gestern. Ja. Danke, dass ihr wieder so zugesehen habt.